Nein! Nein, das ist ein Power! Oh, ey! Ey! Epic Outplay, Alter! For that is our curse. Das ist euer Fluch und das ist auch mein Fluch. Ja. Scheiße fällt immer von oben nach unten. Da hinten. Geht schon gut los. Und damit willkommen, Lüftetypen, zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Supergeil. So, wie immer muss ich erstmal überlegen, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich glaube, wir sind bis zu den Prinzen vorgestoßen. Aber ich glaube, über die Brücke sind wir einfach nur durchgerannt. Das heißt, wir machen jetzt direkt einen Boss. Ist so zum Einspielen, glaube ich, genau das Richtige, erstmal direkt den Boss machen. Es ist natürlich wieder eine ganze Menge Zeit vergangen zwischen dem letzten Parts und jetzt. Boah, heißt es wieder, Sterbefest ist angesagt. Ich habe währenddessen in der Zeit für Halloween ja ein bisschen was gezockt. Wenn ihr alt genug seid, dann könnt ihr das auf meinem Kanal auch finden. Wenn ihr nicht alt genug seid, dann nicht, weil es ziemlich brutal ist, das Spiel. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das dann doch so eine Altersbegrenzung zu machen. Fand ich irgendwie doch ganz sinnvoll. Jo, Halloween ist vorbei. Bin ich auch eigentlich ganz froh drüber. Ja, ist für die Kinder vielleicht ein bisschen schade jetzt wegen hier, ne? Wegen der Seuche. Konnten ja nirgendwo klingeln und Süßigkeiten erbetteln. Fand ich aber auch ganz toll, weil dann sind die Süßigkeiten hier alle für mich. Das ist auch super schön. So, die Prinzen haben wahrscheinlich die Souls drin liegen lassen. Ich weiß nicht, wie viele. Aber Fakt ist, wenn wir sterben, sind die wahrscheinlich weg. So, machen nochmal ein paar Trockenübungen und dann geht's los. Okay, ich glaube, muss reichen. Oh. Geht ja schon richtig gut los, Alter. Kleiner tricky Bastard. Zu langsam, ey. Geht schon gut los. Ah, haben wir jetzt Freude bei. Willkommen zum Sterbefest. Supergeil. Aber wo ist das, ne? Wir müssen jetzt da lang. Ich könnte mich hier an irgendwelchen Mobs noch warm spielen, aber nö. Einfach nö, machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist dann wieder mal, ne, ihr seht ja, ist eine Aufzeichnung, so YouTube, ne, wie das so bei YouTube so ist. Ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt live mache, aber wie ihr seht, ist es nicht. Ja? Es ist nicht dazu gekommen. Aber ich plane ja jetzt in der Zukunft noch ein bisschen wieder live zu machen. Einfach wieder ein bisschen Live-Content zu machen. Muss ich sagen, fand ich insgesamt, also gerade was so Let's Play angeht, auch besser. Ja, ist einfach besser. Ne, die Interaktion mit euch ist einfach direkter und man kann einfach viel besser auf Sachen reagieren. So, wann? Also was auf jeden Fall als nächstes live kommen werden sollte, ist Gothic 3. Also ich überlege, oh, wir sind den falschen Fahrstuhl genommen. Ich überlege das dann live zu machen, beziehungsweise habe mich dazu entschlossen, das dann live zu machen. Was noch nicht feststeht, wo ich noch ein bisschen am rumüberlegen und planen bin, an welchem Wochentag wir das und welche Uhrzeit wir das am sinnvollsten machen. Sonntag fände ich eigentlich gar nicht schlecht, weil das hier, das nehme ich zum Beispiel jetzt auch am Sonntag auf. Sonntag ist eigentlich immer so die Zeit für mich zum, hier, zum Zocken und Aufnehmen. Also in den meisten Fällen. Die Frage ist halt, welche Uhrzeit ich.
denk mal, abends werden die meisten von euch Zeit haben. Ich glaube, dann können wir da mal so, weiß nicht, so 3-4 Stunden vielleicht plus minus, wie man so Bock hat, ne? Wie man gefrustet wird. Kann man da schon machen. Die Idee dabei ist auch, dass das im Prinzip, so wie dieses Video, ne? Im Prinzip ist genau das Gleiche, nur es ist halt, ihr könnt halt live zugucken. Natürlich könnt ihr interagieren. Na, das heißt, für die Leute, die jetzt nur den Kanal verfolgen, die Videos werden natürlich auch ein bisschen anders, ne? Weil es halt mehr Interaktion mit drin ist. Mal gucken. Ich glaube, das wird geil. Ne? Hatten wir jetzt, hatten wir ja schon mal jetzt mit Gothic, mit Strafkolonie auf jeden Fall, mit Gothic 2 habe ich es versucht. Ne, mit 1 habe ich es versucht, da funktioniert es nicht so gut. Bei 2 ähnlich schlecht. Von der Performance her hat das nicht ganz so gut hingehauen. Aber das wird nicht mehr so lange ein Problem darstellen. Denn auch da, ja, auch da wird dran gearbeitet, hinter den Kulissen. Was so viel einfach heißt, ich habe mir noch einen Rechner gekauft, beziehungsweise ne, bestellt und baue den dann zusammen. Ne, und da ist dann mehr Leistung dran. Das heißt, wir können da auch ein bisschen mehr machen. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. So. Genug geschnappelt. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren. Aber gerade eben nach der Kombo, mir kam das immer so vor, nach dem zweimal Rollen, ich glaube, ich muss diesen Stich nehmen. Also die Rollattacke, weil ich glaube, die kommt ein bisschen schneller raus, anstatt dem normalen Schwinger. Weil ihr habt es ja gesehen, der hat uns dann trotzdem gehittet. Wir kamen dann einfach nicht mehr schnell genug weg. Ein Rollt dazu. So ein kleiner Bastard. Oh Mann. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern hier. Bin so null drinne, ey. Null drinne. Ah, das ist Dark Souls. Eigentlich ist das nicht so ein schwerer Boss, weiß ich nicht. Vielleicht schneide ich das auch nochmal. Nee, machen wir nicht. Das nehmen wir so, wie es kommt. Er ist schon eine peinliche Vorstellung eigentlich, ne? So alle anderen Bosse, ich glaube so ziemlich alle bis auf 2 oder 3 haben wir alle First Try easy peasy weggesnackt. Der ist eigentlich auch nicht so schwer. Ja. Ausreden werden schon wieder gesucht und sich parat gelegt. Die erste, die mir einfällt, ist, ich habe gerade gegessen. Ne? Das heißt, mein Blut ist wieder nicht in meinem Kopf, sondern in meinem Bauch. Ja, was halt die Gehirnleistung auf jeden Fall beeinträchtigt. Also nicht, dass das bei mir irgendwie einen spürbaren Unterschied macht, aber ein bisschen ist schon, ne? Ja, ein bisschen anders ist schon. Ah ja. So. Aber ich kann mich gerade auch nicht entscheiden, ob wir den Boss anvisieren oder nicht anvisieren. Ich hatte gerade so das Gefühl, mit anvisieren war besser. Vor allem wegen dem Wegporten. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele Seelen wir da liegen gelassen haben. Weil dann brauche ich vielleicht am Anfang auch nicht unbedingt erstmal dahin hasseln. Aber wenn es nicht so viele sind, dann, dann lassen wir die Seelen da Seelen sein. Okay. Boah. So viel dazu. Haben wir ein paar News über mich und den Kanal. Ja. So. Oh, da standen wir aber ziemlich gut eigentlich nah dran, war gut, ne? Come on, in der Rolle hat er uns noch erwischt.
trotzdem in der Rolle. Das regt mich schon gerade ein bisschen auf, ey. Das lief schon mal besser. Aber mit seinen Teleports tut er uns immer richtig hart outplayen, ey. Setzen uns zu dem Attack an, er macht Piu. Richtig als von Goku, Alter. Piu, piu, piu. Ah, ja, Dark Souls. Warum habe ich mich eigentlich dazu entschieden, das jetzt zu spielen? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Ja. Erzähl mal vielleicht noch ein bisschen, was noch in der Zukunft so kommt, ne? Was ich so mit dem Kanal vorhab, was ich so geplant habe. Vielleicht mache ich da noch mal ein extra Video zu, aber mal gucken. Was auf jeden Fall Zukunft ist, das nächste ist ja dann Gothic 3, habe ich ja schon erzählt. Im Live-Format. Aber da kommt noch mehr. Da kommt noch viel mehr. Und zwar, worauf ich selber richtig, richtig Bock bin. Ne? Also ich bin so richtig auf dem Hype-Train, ja. Man könnte schon fast sagen, ich bin der Lokführer von Cyberpunk. Oh, falscher Fahrstuhl. Wir müssen gleich nochmal hochfahren. Von Cyberpunk 2077. Das Lustige ist, die verschieben das ja andauernd. Man weiß ja nicht, wann es rauskommt. Jetzt aktuell ist ja der Stand der 10. Dezember, weil es ja nochmal 3 Wochen verschoben wurde. Was dann wieder einen guten Shitstorm ausgelöst. So ein kleines bisschen. Und die Leute, die sich dann extra Urlaub genommen haben und so. Fand ich ganz lustig. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall zocken. Da habe ich richtig Bock drauf auf das Game. Und ich glaube, das könnte sich auch jemand Bock drauf haben, das mit mir anzugucken. Also, ne, ich spiele und ihr guckt zu und wir interagieren gemeinsam. Da bin ich auch am gucken, dass das möglichst live, dass wir das live machen. Ja, wegen Interaktion und so ist live besser. Deswegen auch ein neuer Rechner, weil mit der Kiste, die ich jetzt hier habe, da würde das definitiv nicht funktionieren. Ich glaube, da würde selbst das Aufnehmen, da würde schon an die Grenzen, hart an die Grenzen stoßen. Ich glaube, das Spiel alleine wird, ne, meinen Rechner schon zum Explodieren bringen. Deswegen eine neue Kiste, wird mal langsam Zeit. Darauf habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Das nächste große Ding, was ja, diesen Monat schon erscheint, ist ein Shadowlands, ne, WoW. Ja, ich bin auch so eine alte WoW, ne, so, ja, wie so eine richtige Abhängiger, der jedes Mal wieder zum Dealer zurückkehrt und sobald der neuen Stuff hat, den auch erstmal testen muss und schön durch die Nase ballern und dann 3 Wochen ins Koma fallen und dann denken, boah, ja, irgendwie war die Session ganz cool. Irgendwie sowas, ne. Also auch Shadowlands werde ich auf jeden Fall zocken, also habe ich selber Bock drauf. Ja, wie weit das dann auf dem Kanal kommt oder ob wir das einfach nur, ob ich vielleicht das live einfach mit reinmache oder ob ich das einfach gar nicht zeige und einfach nur für mich zocke, das weiß ich noch nicht. Hängt auch so ein bisschen davon ab, ob ihr da Bock drauf habt, ob euch das interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, wozu soll ich dann ein Video machen? Wozu? Ja? Guckt sich ja keiner an. Macht keinen Sinn. Oh nein, nein, nein! Diesmal haben sie überlebt, ey. Das ist eigentlich unsere Souls. Da hinten. Wie viel waren das jetzt? 11.000. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe!
wir machen Fortschritte. Phase 1. Ich glaube, das Video haben wir schon mal irgendwo mal laufen lassen. Aber ich brauche die Verschlaufpause gerade ein bisschen. Oh, jetzt wird es halt das Gleiche, nur noch schlimmer. Ja, wir müssen gucken, dass wir immer auf seinen Rücken hauen. Während der Große lebt, kann man nämlich den Kleinen auf dem Rücken auch schon damagen. Man muss nur gucken, dass man ihn richtig trifft. Das kann den Fight ungemein verkürzen. Weil der Große steht immer wieder auf, solange der Kleine noch lebt. Der tut ihn immer wieder wiederbeleben. For that is our curse. Das ist euer Fluch und das ist auch mein Fluch. Ja, Scheiße fällt immer von oben nach unten. Nein. Dieser Doppelport, Alter. Ich dachte, jetzt lädt er auf. Nein, macht er nochmal. Hälfte haben wir schon. Hälfte. Wir machen Fortschritte, ey. Kann sich nur um Stunden handeln. Kann sich nur um Stunden handeln. Egal, wie lange wir an dem Bossfight hängen. Ich mache daraus nur eine Folge. Keine Angst. Ich schneide das dann einfach zusammen. Die wichtigsten Dinge. Aber darüber könnt ihr mir eigentlich auch mal schreiben. Ne? Weil mein Kanal ist ja nicht nur zur Selbstdarstellung, ja. Wie es, sag mal, recht viele machen. Auch, ja, auch, durchaus auch, ne? Ich mache auch einfach Dinge, wenn ich sage, ey, darauf habe ich Bock, das zu machen, dann mache ich das so. Lass ich mir nicht mit reinreden. Aber gerade so, Let's Play heißt ja Let's Play, lasst uns zusammenspielen, ne? Also, ne? Zusammen. Das ist so der Kernaspekt eines Let's Plays. Also für dich, so allein schon von der Definition. Und ne, das ist in der Vorstellung so, als wenn man zu Hause zusammen auf der Couch zockt, so, ne, so wie damals. Ich weiß nicht, ob das Leute noch kennen. Damals, wo es noch kein Internet gab. Ja, ich habe zu dieser Zeit auch schon gezockt. Und da war das so, da hat man sich getroffen, da hat man sich zusammen auf die Couch gesetzt und hat man gezockt. Und gerade auch solche Spiele hat man auch gezockt. Und dann hat halt einer gezockt und der andere hat zugeguckt. Und das war dann so, ne, das Let's Play. Und so kenne ich das und so definiere ich das auch. Und dann hat der Buddy auf der Couch auch gesagt, ey, geh doch mal da lang, guck dir mal das an oder probier doch mal so zu skillen oder so. Ne? Das gemeinsame Spielen, das ist das, was für mich Let's Play definiert. Ne? Und nicht so, wie man es vielleicht heute anders kennt mit Internet und so. Deswegen ist mir so eine Interaktion wichtig. So, worauf wollte ich hinaus? Ah, genau. Hab ich schon wieder vergessen. Ja, mit Interaktion mit euch natürlich. Also auch die Videoformate, ne? Weil für mich ist es natürlich am angenehmsten, wenn ich das einfach so laufen lasse. So wie es kommt, läuft es halt einfach weiter. Nicht so viel schneiden, ist wenig Arbeit. Aber ich habe mir auch gedacht, so ist für euch vielleicht nicht ganz so interessant oder cool, ne? Wenn ihr das irgendwie anders haben wollt, sehen wollt, dann machen wir das anders. Ja? Weil momentan ist ja so die Let's Play Sachen, ich spiele eine Stunde, also immer stundenweise die Folgen komplett ungeschnitten, in nahezu ungeschnitten. Sowas hier zum Beispiel, schneide ich manchmal raus. Manchmal. Freier Kombo. Zu gierig, ey.
die Relich. Die haben mich wieder getrickt, Alter. Wo war ich? Genau, wir können das, wir gestalten das zusammen. Also wenn, ne, Feedback ist immer erwünscht und ich versuche das eigentlich immer so gut es geht umzusetzen. Genauso war das ja auch mit dem Live, ne? Ja, einfach nur einen Kommentar rein, so, warum denn nicht wieder live? Und ich dachte mir so, ja, eigentlich war das, ist eine coole Idee. Können wir mal wieder machen. My brother. Aber bei Live ist auch so die Sache, nicht jeder hat zur selben Zeit. Man kann es ja nie jedem recht machen. Man kann nur das beste Mittelmaß nehmen. So, erstmal ein Trinken hier. So, erstmal weg. So. Schuss raus, ja. Ich glaub's ja. Noch einmal. Oh, fuck. Outplay, Alter. Ah, ja. Das ist der Grund, warum ich meistens lieber schnelle Waffen spiele. Ja, gerade hier so gegen Ende. Dann hängt man in der Animation fest und dann kommt hier dieser Trickboy. Und das war's. Ein anderes Angriffsfenster haben wir halt auch nicht. Verdammt. Der Driver echt gut. Wir haben 11.000 irgendwas Seelen verloren, aber die sind, ne, nicht so wichtig. 11.000 ist nicht so viel. Oh. Mann, ey. Schon eine halbe Stunde fast ja am Rumärgern. Ah, das wird bei den anderen Bossen, die noch kommen, nicht besser. Die werden nicht besser. Wir könnten natürlich theoretisch auch die Waffe wechseln, aber jetzt habe ich den Scheiß hiermit angefangen. Jetzt ziehen wir das hier beim Prinzen auch durch, oder? Das ist immer auch so, ne? So,
Ja, die Taktik habt ihr schon, glaube ich, gesehen, wie ich den mache, ne? Einfach Schläge abwarten und dann gibt es immer meistens ein kurzes Angriffsfenster. So funktionieren eigentlich fast alle Bosse hier. Ne? Die haben ihre Kombination, die sie durchziehen. Da muss man einfach schön geschickt im richtigen Rhythmus durchrollen. Dann gibt es meistens ein kleines Angriffsfenster, das man nutzen kann. Und ja. Da muss man angreifen. Und das wiederholt man so lange, bis es vorbei ist. Und wenn man Schaden genommen hat, ist immer ganz wichtige Regel hier bei Dark Souls. Tränke nie in der Panik nehmen, weil meistens stirbt man dann trotzdem. Na, weil wenn die ihre Kombination durchziehen und innerhalb der Kombination kann man nicht einfach einen Trank trinken, weil dann frisst man gleich 2, 3 Schläge hintereinander. Und man muss auch da wieder die Kombination durchziehen und dann hat man das kleine Angriffsfenster, das Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster kann man dann statt angreifen einen Trank nehmen. So läuft das. Und der Penner hier kann sich halt porten. In dem Angriffsfenster, was wir haben, portet er sich weg. Unser Angriff geht ins Leere und weil wir so eine schwere Waffe führen, können wir nicht instant rollen. Ne? Solange die Animation läuft. Ja. Das schneller geht's nicht. Die Animation muss fast durchgezogen werden. Wir können die nicht abbrechen. Obwohl, ich weiß gar nicht, können wir die vielleicht anders nehmen? Nee. Mit dem nicht? So auch nicht? Hm. Können wir leider nicht abbrechen. Deswegen, also der Schlag hier nach der Rolle, der kommt auf jeden Fall ein bisschen schneller. Und nach, das heißt, nach dem können wir auch wieder schneller wieder rollen. Der ist für die erste Phase richtig stark, ne? Versuche ich jetzt auch häufiger zu benutzen. Aber in der zweiten Phase ist das Problem bei diesem Schlag, der trifft nicht den Dude auf dem Rücken. Habe ich ja schon mal erzählt. Das zieht denn das ganze Ding einfach unnötig in die Länge. Uff. Uff. Zwei Möglichkeiten, warum wir jetzt gerade gestorben sind. Entweder haben wir zu wenige Iframes in der Rolle, dass wir das gar nicht schaffen können auszuweichen. Oder ich habe einfach
schlecht getimed gedrückt. Eins von beiden wird der Fall sein. Ich habe jetzt mittlerweile schon, ne, also bei dieser Attacke habe ich so die Vermutung, dass wenn wir zu nah dran sind, also in Nähe des Schwertes, weil da die Zone größer ist, ne, die Damage-Zone, die der macht, dass es vielleicht sogar der zweite Fall ist, dass wir gar nicht genug Iframes haben während der Rolle, dass wir das überhaupt ausweichen können. Iframes nochmal erklärt, bei Dark Souls sind sogenannte, wie heißt das auf Englisch? Invincibility, ne? Unverwundbarkeits-Frames, also Bilder. Frames sind, oder Frame heißt ja eigentlich Rahmen, aber man spricht von Bildern. Und zwar, das sind halt die Bilder, quasi die uns das Spiel offen, also die Sekunden, in denen wir unverwundbar sind. Um es einfach auszudrücken, ne? Während wir eine Rolle machen, haben wir eine gewisse Zeit, wo wir unverwundbar sind. Und diese Zeit ist eventuell zu kurz, dass wir das gar nicht schaffen können, überhaupt auszuweichen. Weil wir sind immer in der Animation drin, also kurz vor Ende der Animation kriegen wir von dem Ding da Schaden. Und da gehen uns dann die Iframes aus. Das heißt, entweder muss ich später drücken, aber da ist die Gefahr, dass wir noch gar nicht in einem Iframe drin sind. Also, nicht so lange drüber ärgern. Weitermachen. Weitermachen. Nein. Zu spät, ey. Wir müssen, glaube ich, einfach jetzt die zweite Phase fast so wie die erste spielen. Ich versuche in der zweiten ja immer mehr auf den Rücken zu hauen und mit dem langsamen Angriff, den wir haben, den Schwinger. Aber ich glaube, genau das ist unser Verhängnis. Wir lassen uns dabei zu viel einschenken. Weil im Grunde ändert sich ja nicht so viel. Es gibt nur so ein bisschen Piu-Piu von dem Bruder auf dem Rücken mehr. Sonst ist es ja exakt gleich.
diesmal hat's funktioniert. You remain. Puh. Among the accursed. Oh. Ja. Aber genau dafür spielt man Dark Souls. Für dieses Gefühl, wenn man es dann geschafft hat, ja, man hat sich jetzt hier eine halbe Stunde an den rumgeärgert. Ja, sogar 40 Minuten, ey. Aber dann dieses Gefühl, den Penner habe ich es jetzt gezeigt. Im Prinzip habe ich es ja nur mir selber gezeigt, ja. Ist ja nur meine eigene Blödheit. Die habe ich überwunden. Ja, geil. Dafür haben wir jetzt eine Belohnung verdient. Wir haben 85.000 Seelen, das ist nicht viel. Aber wir haben die Fürstenasche von dem. Und da können wir uns jetzt schön mit einer neuen Waffe belohnen. Ich muss gerade überlegen, ich glaube entweder das große Feuerschwert von dem großen Bruder oder ich glaube ein Zauberstab von dem kleinen. Eins von den zwei Sachen können wir uns, glaube ich, aussuchen. Da schauen wir mal rein. So. Und dann geht es ja, glaube ich, schon direkt zum nächsten Boss. Uiuiui, das wird eine gute Folge. Wandlung beginnen, jawohl. Wir haben einmal Heiliges Schwert von Lothric. Ein gerades Schwert. Einhänder, normal. Prinz Lothrics gerades Schwert, dem durch Emmas Segnung starke Magie innewohnt. Der junge Lothric sollte einst ein Held werden und das Platinschwert führen. Aber manche Träume werden niemals wahr. Fähigkeit Lothrics Sakrallicht. In der Haltung wird das Schwert mit Sakrallicht durchwirkt. Ein schwerer Angriff entfesselt das Licht zusammen mit einem gewaltigen Schwertstoß. Also glaube ich das Schwert von dem kleinen Bruder, ne? Der junge Bruder ist der kleine. Statsmäßig geht auf Holy, also hier auf Glaube. Wahrscheinlich können wir die Fähigkeit da noch nicht auslösen mit. Oder stattdessen können wir das hier nehmen. Lorians Großschwert, Ultra Großschwert, Special Lorians Flamme, macht Feuer Damage, skaliert auch ein bisschen, aber wir sehen auch, das skaliert mit allem rein, alles auf D, aber es hat keine Voraussetzung, was eigentlich ganz cool ist. So, das in Stahl gegossene schwarz gefärbte Ultragroßschwert von Lorian, Prinz Lothrics älterem Bruder. Bevor Lorian der Fluch seines Bruders traf, war er ein Ritter, der den Dämonenprinzen eigenhändig erschlug. Aber der Sieg entfachte sein Schwert auf ewig in Flammen. Fertigkeit, Lorians Flamme. Ein Vorwärtsschritt wandelt das Glimmern zur Flamme. Es folgt ein schwerer Angriff, der Flammen auf dem Boden entfacht. Das ist, glaube ich, den Angriff, den haben wir auch schon mal gesehen gerade, häufiger, wo so eine Feuerwelle über den Boden kam. Ich glaube, das imitiert diesen Angriff. Das von dem Kleinen macht, glaube ich, dieses Geschoss einfach nur, was wir gesehen haben, was manchmal so piu, so ein einzelnes Geschoss kam. Oder das ist dieser gerade Hieb, der runterkommt und der dann so einen Lichtstrahl macht, wo ich mich ein paar Mal drüber aufgeregt habe, was für eine Splash-Zone das Ding hat. Ich würde aber trotzdem das Großschwert nehmen. Aber das könnten wir theoretisch sofort nutzen. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Sind wir schon dran vorbei? Ja, jetzt muss der Junge auftauchen. Bin ich blind? Wahrscheinlich. Ah, hier ist es. So. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz schick aus, muss man sagen. Ja. Angenehm schnell. Auf jeden Fall schneller als unseres, ne? Ja, auf jeden Fall. Zweihändig. Ja, ultra Großschwert halt. Aber
deutlich schneller als die meisten Großschwerter. Gefällt mir schon mal. Aber wie immer zweihändig entfaltet sich der Zauber. Okay. Ah, jetzt leuchtet's. Machen wir jetzt einen Boost? Nee. Aber müssen wir jetzt einen schweren Angriff? Okay, Haltung und dann schwerer Angriff. Ja. Das ist es. Und es leuchtet mehr, oder habe ich... Ja, es leuchtet dadurch auch mehr. Macht es dadurch auch mehr Schaden? Das wäre nämlich interessant. Wenn wir jetzt mal raufgucken... 79 plus 5 Feuerdamage. Ich weiß nicht, ob sich das hier in den Statistiken sichtbar wird, wenn wir das jetzt entfachen. Ob das jetzt mehr ist? Nee. Also den Statistiken ist nichts mehr. Leuchtet halt schön. Ja, anständig. So, dann wollen wir mal den nächsten Boss heraufbeschwören. Wir haben nämlich jetzt alle diese Fürstenaschen. Beziehungsweise die letzte haben wir jetzt und die platzieren wir, ich glaube hier drüben sitzen die. Die Prinzens. Ist nicht hier? Ah ne, hier ist ja der Typ, genau. Dann haben wir Aldredge. Ah, da drüben ist Yorm. Ah, hier vorne. Ah ne, stimmt, ganz oben sind die. Ja, ja, genau. Ganz oben der Thron. Da ist ja auch noch einer. Hier. Auch schon makaber, haben wir den im Kopf abgeschlagen. Und der ist zu Asche zerfallen. Die begibt sich jetzt dann zur Mitte. Hast du uns noch was zu sagen? The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Wahrer Lord. Ja, das werden wir machen. Erstmal leveln wir. So, boah, was gehen wir denn? Ich glaube, Geschick haben wir genommen, ne? Ja, 5 Schaden kriegen wir durch Geschick. Stärke nur 2. Dann nehmen wir doch Geschick. So, viel fehlt nicht noch. Ein Level könnten wir uns noch, wenn wir noch so kleine Dinger zum Aufmachen haben. Ja. Wie viel brauchen wir denn? 46, noch so knapp 6000. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der gegeben hat, aber da wird nicht reichen. Ich glaube, die brauchen wir noch und dann haben wir es. Ja. Oh komm, machen wir alle auf, oder? Dabei sind, machen wir alle auf und gucken, wie weit wir kommen. Ja, ja, ja. Knapp 100.000 Seelen wieder in der Tasche gehabt. Das ist doch nice. Boah, es gibt mir noch mehr. Warte mal, hatten wir nicht für irgendwelche coolen Waffen noch, irgendwelche anderen Voraussetzungen hatten wir noch, glaube ich, gebraucht, warte mal. Weil Geschick, schadensmäßig müssten wir jetzt Geschick pumpen bis zum, ich glaube bis 50 mindestens oder so. Aber wir haben ja noch coole Waffen, wenn wir vielleicht jetzt einfach mit der Skillung ein bisschen variieren wollen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen... Also für die hätten wir sogar schon genug, Intelligenz und Wille. Eventuell für andere coole Waffen.
für den, da haben wir auch schon genug. Der braucht Stärke, gut, kriegen wir gar nicht. Ritualzepter, okay, mit so einem Ding werden wir nicht kämpfen. Das Ding vielleicht. Okay, das braucht auch nur Stärke. 2 Punkte. Vielleicht nehmen wir 2 Punkte Stärke und dann was anderes. Da brauchen wir auch nur Stärke. Ah, 2 Intelligenz. Boah, 26, ja, so viel werden wir nicht hinkriegen. Kerzenhalter, ja. Ich würde sagen, 2 Intelligenz, 2 Stärke. Dann haben wir nämlich mehr Auswahl an Waffen, ohne umskillen zu müssen. Haben wir denn, können wir denn 4 Punkte verteilen? Ne, wir können leider nur 2 Skillpunkte. Ich würde dann sagen, lieber Stärke, weil das bringt unserer aktuellen Waffe auch noch was. Ja, ja, mach mal so. Okay, dann drücken wir mal hier drauf. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Asche auf mein Haupt. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ofen der ersten Flamme. Kachaka. Und das ist so der dritte Feuerbandschrein, an dem wir jetzt uns befinden, ne? Wir erinnern uns, wir hatten dieses bei Meister Gundian auch noch so eine komische schwarze Gegend. Wo es das Ding auch nochmal gab. Hier ist der aber zusammengefallen. Und da ist wieder die nächste Frage. Was ist das denn jetzt wieder für ein Feuerbandschrein? Also die hat ja da irgendein Ritual gemacht. Und warum ist das denn jetzt hier zusammengefallen? Sind wir aus der Matrix rausgestöpselt worden und sind jetzt hier in der Realität? Oder sind wir in die Matrix eingestöpselt worden und das ist jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, irgendeine Parallelwelt oder so? Was ist das, ne? Das ist so wieder, was mich da interessiert so. Da kann man viel spekulieren. Was ist das? Ja? Der Ofen der ersten Flamme. Ist auch alles eingestürzt. Komm nur da lang. Das sieht schon schön aus, muss man sagen, ne? Kulissen können sie. Aber bei mir ist alles zusammengefallen, ne? Die ganze Burg und so. Das Coole ist ja eigentlich dort im Hintergrund. Das ist ja eigentlich das Geile. Da kommen wir auch noch hin.
ne, gerade da, ich weiß nicht, versucht es mal vielleicht, wenn ich das Bild stillhalte, so mal ranzuzoomen, euch das zu zeigen. Ne, da gibt es hier so den Turm. Oh, schade, wir kriegen keinen Mauscursor. Da gibt es so diesen Turm. Und da fällt man so runter in die Kathedrale dort vorne. Da kommen wir auch noch hin und das ist durch ein DLC. Und das Geniale daran war ja, dass das im Hauptspiel, bevor die DLCs da waren, war die Kulisse ja auch schon da. Das war das voll der Wow-Effekt. So, wow, da kommen wir auch hin. Das ist ja mal cool. Und dann geht's da weiter hinunter. Nur jetzt können wir da uns leider nicht hindroppen lassen. Ich glaube durch dieses Feuer, ne? Ja, zur Mitte des Ofens, oder? Da gab's irgendwo zwei. Nicht der Meinung. Nehmen wir mal dieses hier. Zur Mitte des Ofens. Zum Trümmerhaufen. Ja, das machen wir gleich. Aber erstmal aktivieren wir hier das Feuer. Das hier, ne? Genau. Und da oben. Da ist es schon. Der letzte Boss. Dieses Feuer, das führt uns zum DLC. The Ringed City. Da kommen wir zur Ringed City. Die umringte Stadt. Ja. Ich würde sagen, wir probieren noch mal einen Try, oder? Den hier? Machen wir noch mal einen Try bei dem hier? Wenn man schafft, dann schafft man. Wenn nicht, dann nicht. So. Ah, genau. Hier können wir nämlich auch Summons rufen. Bleiche Schatten von Londor. Das für den Endboss, ja? Also der eigentliche Endboss, der jetzt kommt. Kann man sich Hilfe rufen? Eigentlich auch sogar noch, ich glaube, einen zweiten, wie Siri, kann man sich nämlich eigentlich auch rufen. Aber ich glaube, bei der haben wir Tatsache verkackt, dass das nicht mehr geht. Oder haben wir doch? Yuria. Stimmt, Yuria können wir noch. Yuria ist die uns zum dunklen Lord machen will. Hier die Londo Boys. Die sind einen sehr, sehr hilfreich. Ja. Die können wir jetzt beschweren, weil wir diese Questreihe mit Andri und dieser Hochzeit das gemacht haben. Sonst ist die nämlich hier nicht da. Theoretisch könnten wir noch eine dritte beschweren. Also diese Siri würde uns hier beim Endboss auch helfen. Aber das haben wir verkackt, weil wir hier Rosarias Dings angenommen haben. Wir haben uns das Ding geholt und dadurch mag die uns nicht mehr. Jo, ich würde sagen, so kann man den Boss doch fair. Relativ faires Gefecht, ne? 3 gegen 1. Finde ich durchaus fair. So können wir den bestreiten. Oh. Oh. Aber ich weiß, kann man den auch parieren. Also viele Angriffe von denen. Und bei diesem Kaputtgekloppe brauchen wir das, glaube ich, gar nicht. Meine Phantoms in Ruhe. Ja, da jetzt aber richtig wieder gestreckt, ey. Thank you.
Also weil ich weiß, kann man bei dem Boss mit Blitz eigentlich ganz gut machen, aber ich glaube, der ist gegen Blitz anfällig. Nein! Geh weg! Verdorben! Jetzt mal Phase 2. Die 5er Kombo auf Doom, Alter. Das, die hier ist es, glaube ich. Ja, das ist voll schlimm. Wenn man die abkriegt, ist es meistens RIP. Und dort. Schade, Banane. Aber haben wir den auch mal gesehen, ne? Ja, der Nachteil, habe ich auch schon mal erwähnt, ne? Mit dem Phantom ist, das Vieh hat einfach unglaublich viel Leben. Wir hatten den jetzt auf, ich glaube, die Hälfte von der zweiten Phase. Also ich glaube, wenn vom rein von dem Schaden, der da reingeprasselt ist, hätten wir ihn geschafft. Also ohne Phantome. Ja, nicht so wild. Vielleicht, ey, ist sogar eigentlich, fällt mir gerade ein, das ist eigentlich sogar ganz gut, dass wir den nicht geschafft haben, weil wir haben noch eine ganze Gegend vergessen, fällt mir ein. Wir haben noch eine ganze optionale Gegend gar nicht gemacht vom Hauptspiel. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Noch eine optionale Gegend, die schon ein bisschen schwieriger ist zu finden. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wisst ihr, bleibt da dran. Ansonsten, ne, drückt da hier auf die Knöpfe, abonniert rein, worauf ihr Bock habt und all den Kram. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Supergeil.